Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Nach einer gefühlten Ewigkeit Pause muss man dazu sagen, ich war krank. Ich hab mir ein bisschen Couchzeit genommen und dementsprechend sämtliche Folgen, Streams sind letzte Woche ausgefallen und heute wird es auch noch nicht so sein wie immer, denn heute schonen wir die Stimme meiner Frau ein bisschen. Ja. Ein bisschen angeschlagen, ne? Ich habe jemanden geschlagen, ja. Was? Wen hast du geschlagen? Was? Ach so. Nein, zu viel gearbeitet, sagen wir so. Aber wir sind ja jetzt immer noch in Obergräbach. Apropos Arbeit. Apropos der Weihnachtsfest. Gute Überleitung. Wir haben ja letztens das Problem gehabt, dass die Felder noch gar nicht gewachsen waren. Die sind jetzt Feld 7 und 10 hier wunderbar gewachsen. Das ist ja immer noch der Auftrag vom Lukas Jäger. Ja. Der uns beauftragt hat, Feld 7 und 10 zu häckseln für die BGA. Dafür haben wir unseren Klaas Häcksler, unseren Abfahrer und Kipper, mitgebracht. Und das werden wir jetzt tun, solange der Mais noch steht. Genau, da muss man dir dazu sagen, ne? Der Lukas hat uns, du hast uns einfach eine falsche Zeit gesagt. Ja, viel das zu war früh. Mein Fehler. Na, und ui. Ja. Junge Frau. Aber es war ja auch nett, wir waren ja bei den Nachbarn und das war jetzt wirklich nett. Hofstalking und Eierklauen, wolltest du sagen? Wir haben sie besucht. Ja, die Eier haben wir nicht. Ja. Bist du startklar? Ich bin startklar. Hallo? Hallo. Könntest du auffahren, mir in mein Schneidwerk reinzufahren, bitte? Mit wie viel km/h fahren Sie denn gerade? Mit 10. Ah, okay. Ich habe auch 10 eingestellt. Wenn es gerade ist, werde ich gleich 50 fahren. Bitte nicht. Aber wenn es gerade ist, werde ich Sie ein bisschen anholen. So, besser. Genau, im Moment sind wir auf Feld 10. Die BGA ist in Blickrichtung leicht rechts. Da musst du nachher. Ja, da muss ich so leicht schräg da vorne der Straße folgen, oder? Ja, genau. Ich finde die Aussage leicht schräg folgen ganz geil. Mhm. Das ist so wie: fahr mal eben geradeaus um die Kurve. Willst du da, oder? Nein. Nee, passt, okay. Ich habe mal überlegt gehabt, ob wir unserem Häcksler nicht auch mal irgendwann mal das lange Entladerohr gönnen sollten. Sodass der noch ein bisschen mehr Schwungreichweite hat. Oder Schmeißweite. Aber bis jetzt. Sinnvoll. Ja. Meinst du? Sehr komfortabler. Gerade wie jetzt so, ne, wenn du wendest. Wo fährst du lang? Ich fahr einmal außen rum. Einmal außen rum, okay. Und dann kann man ja Bahnen ziehen. Ich gucke erstmal, das Feld ist so ein bisschen komisch gemacht. Es ist eine sehr schöne Feldform, finde ich. Ja. Ich finde, es ist ein schönes Feld. Also so zwei Seiten, ne, drei Seiten gerade. Dann so ein kurzes Stüppel hin. Und dann eine schöne Kurve drin. So. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder mit geballter Kraft an die Arbeit gehen und die Aufträge weiter abarbeiten. Ihr dürft aber nach wie vor Aufträge auf jeden Fall bei uns beiden unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben, da unten rein. Bei meiner Frau und bei mir. Denn wir sind lange, lange noch nicht mit diesem Projekt hier fertig und möchten gerne so viele Aufträge wie möglich haben. Gerne auch auf neuen Karten, die jetzt kommen. Ganz gerne auch auf Karten, die vielleicht nicht alltäglich sind. Forstprojekte werden generell abgelehnt. Forstaufträge. Tut mir leid, aber da werden wir nicht reingehen. Zumindest haben wir dafür keine Fahrzeuge und das nicht geplant. Aber alle anderen Maps sehr gerne. Und auftragstechnisch alles, was wir erfüllen können. Entweder mit euren Maschinen. Wenn sie nicht standardmäßig im Spiel sind, bitte immer den Link
dazu am besten von Forbidden Mods oder von Mod-Hoster oder aus ModHub natürlich. Wäre uns sogar am liebsten, also ModHub und LS Mod Company sowieso, aber ModHub und Forbidden Mods wären uns sehr, sehr gelegen. Denn alles, was wir da nicht finden können, nehmen. Oh, Hallöle. Ich geh mit. Ich wollte gerade sagen, du könntest auch mitkommen, aber da warst du schon bei Halt. Sie sitzen so weit vorne. Ja. Auf jeden Fall sämtliche Karten und Fahrzeuge dann bitte mit dazu verlinken. Denn wir hatten das Problem zum Beispiel, es gibt die GAMS-Ding für den LS19. Ja, die gibt es. Wenn man sie bei Google eingibt, findet man die auch. Aber es gibt sie nicht bei Forbidden Mods. Und da bin ich ein bisschen angeschlagen und ein bisschen vorsichtig und möchte sie halt gerne nur davon laden oder aus dem ModHub. Also alles, was es da nicht gibt, werden wir nicht mit reinnehmen. Ja, am besten immer den Originallink, das ist sowieso immer das Beste. Dann klappt das. Genau. Also von irgendwelchen dubiosen Seiten, oder die wir nicht kennen, werden wir da auch nichts runterladen. Nein. Man weiß ja auch nie, ob das dann nicht irgendwo geklaut ist. Richtig. Und auch Nummer 8 ist abgeerntet. Hattest du nicht gesagt, dass der Nachbar hier auch noch gehäckselt haben möchte? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht war es ihm dann doch einen Tag zu lang. Ist doch aber nur eine Woche. Können wir auch ansehen oder so. Das müssen wir mal gucken. Ah, stimmt. Aber wir haben doch jetzt nur eine Woche gebraucht. Der Mais musste ja auch erstmal wachsen. So. Aber los. So. Das hier ist eine unüberwindbare Hecke. Und hat gedacht, der fährt jetzt echt durch die Schranke. Natürlich. Ganz vorschriftsmäßig. Wie sich das gehört, folgen wir der Straße, junge Frau. Okay. Jetzt geben wir mal hier Stoff. Guck mal, 63 km/h. Also für den nächsten Auftrag sind wir wieder auf einer bekannten Map. Ui, wo geht's hin? Oh, das könnten wir sogar am Freitag machen. Da sind wir auf der Ellerbach. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Was müssen wir denn auf der Ellerbach machen und wo? Zwinker, zwinker. Also das ist Feld 133 und Feld 130 Mais aussehen. Die Maschinen sind egal. Das kommt vom Auftraggeber Look 33. Und da würde ich sagen, das könnte man am Freitag mit reinnehmen. Ja, 130 und 133 Mais sehen. Genau. Okay, das klingt gut, ja. Müssen wir mal gucken, wem die dann gehören, und dann müssen wir die Felder erstmal wegrupfen, wenn noch was drauf ist, und dann pflanzen wir die dann neu an mit Mais. Finde ich gut. Das ist wirklich, ja doch, das machen wir. Was denn? Bist du gerade einfach rausgesprungen? Ja, das mache ich doch immer so. Weißt du doch. Ajo. Du, ich hab noch nicht ganz gestanden. Das war gerade sehr gefährlich. Nein, nein. Ich hab hier alles im Griff. Ja, ich möchte nicht über den Zeh fahren. Das ist nicht... Überfahren werden kenne ich ja schon. Du meinst seit Samstag? Mhm. Alter, das war echt... Ich hab sie gesehen. Ja, ja, ist klar. Das Knie und die Stoßstange haben was anderes behauptet. Das hätten wir eigentlich antworten müssen. Mhm. Mein Knie und ihre Stoßstange sagen was anderes. Aber ich. Ey, rückwärts aus der Parklücke rausfahren und dir gegens Knie fahren, ist klar. Hey, oder? Sie hat mich ja noch nicht erwischt, aber es waren Zentimeter. Sie hat dich ja auch gesehen, als du gesagt hast, dass du da bist. Mhm. Ey. Ah. Also solche Aussagen liebe ich dann immer. Ich habe sie gesehen.
Sollen wir jetzt nochmal rundrum oder sollen wir jetzt mal hoch runter? Willst du jetzt hier an dem kurzen Stück schon hoch runter? Oder hinten die längliche Bahn? Nö, wenn, dann würde ich jetzt hier ansetzen. Ja, okay, da drehen wir. Momente. Okay. Ich habe GPS drauf, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie es funktioniert. Bei dir war es irgendwas mit dem Nummer auf dem Nummernblock. Ja, ich guck gleich. Steuerung und Komma. Guck mal bei der nächsten Bahn. Ja. Ich glaube Steuerung und Komma oder sowas war's. Ja, mit Komma habe ich den Überblick. Ich stelle mich mal kurz frisch hin. Mit den Steuerungen 0 oder sowas auch, ne? Irgendwie so war das bei... Entschuldigung. Ich hab dich gesehen. Meine Fronthydraulik und deine Anhängerkupplung sagen was anderes. Ne, das war ja tatsächlich jetzt gerade meine Schuld, das war ja nicht deine. Da bin ich jetzt zu nah reingefahren. 9,14 Meter. Okay, das ist ja Alternang zum Orgel, Vorgewendemodus. Freundet. Gut, dann machen wir das an. Bitte erstelle oder lade zuerst. Hä? Du musst dieses mit dem A unterm Fahrzeug machen und 15 Meter vorfahren. Ach nein, das ist mir jetzt zu doof. Warte, kann ich das nicht auch machen? Naja, komm, das braucht es hier nicht. Okay. Bis ich das gemacht habe, bin ich fertig mit dem Feld. Meinst du? Das Schöne ist hier auf der Oberkrebach, es sind recht kleine Felder. Ist angenehm. Ist nicht so gewaltig, wo man sich denkt so, boah, wann bin ich denn jetzt fertig? Wobei, ich habe schon gehört, dass wir beide auch nochmal eine Einladung über einen großen Teich haben. Ja? Ja. Von wem? Von so einer kleinen Farm, in Anführungszeichen. Und die haben, oder die bekommen bald Besuch, kommen neue Maschinen mit super tollen Sachen und die sollen wir dann zeigen. Habe ich gehört. Das ist cool, das ist echt cool. Da freue ich mich drauf. Ja. Soll so in, was ist so 8 Tage oder sowas ist das schon? Also so knapp eine Woche. Und was für Maschine? Kleine Saatmaschinen. Und kleine Feldbearbeitungsmaschinen, also nichts Großes. So 30 Meter Spannweite. Aha. Also für unser Lohnunternehmen nicht wirklich vom Vorteil, von Nutzen, weil wir nicht in einer Gegend wohnen, wo es so riesige Flächen gibt. Mecklenburg-Vorpommern oder sowas durchaus eine Überlegung wert oder in Russland oder so. Aber hier bei uns natürlich nicht. Aber ich denke mal, wir werden die Einladung mal annehmen, denke ich. Ja, zumindest mal anschauen und zeigen. Das werden wir machen. Genau. Vor allen Dingen, die haben ja nicht nur die neuen dann, sondern da sind ja auch noch ein paar ältere Maschinen und sowas durchaus bei. Denke mal, das lohnt sich für uns. Mal so 1-2 Tage oder 3 Tage vielleicht mal hin. Mal ein bisschen dabei sein. Bald wieder voll sein, ne? Stopp! Das war sehr gut abgeschätzt, mein Schatz. Sehr gut abgeschätzt. Mit dem Profi. Gott! Wieso sitzt denn du schon drin? Ich wollte gerade hupen, komm rüber! In deinen Schatten. Das hab ich jetzt gerade gemerkt, ja? Das war. Oh, wir fahren heute mal die andere Straße. Die Hauptstraße kennen wir schon. Oh ja, zeig mal ein bisschen was von Oberkrebach. Auch eine extremst schöne Karte. Ich kann euch mal die Übersicht zeigen. Ich meine, wir haben ja hier schon Folgen gehabt. Ja. Und ich fand die Karte immer extrem schön. Das ist eine sehr schöne Karte. Schön klein. Die Felder sind mir teilweise tatsächlich ein bisschen zu eckig. Muss ich gestehen. Das ist ein kleiner Manko für mich an der Karte. Nö. Doch, für mich. Also es ist nichts, was dem Spielspaß einen Abbruch macht, aber es ist ein bisschen zu kantig. So wie jetzt hier, guck mal, Feld 9 zum Beispiel schmiegt sich so schön an den Weg und Feld 8 ist dann wieder einfach nur ein Quadrat. So, das könnte man ein bisschen auflockern. Ja, das stimmt. Aber es hat einen sehr, sehr schönen Hof. Ja. Auch, so die, also die,
die ganze Gestaltung hier ist unheimlich schön. Ja. Gefällt mir. Und nein, wir sind da gerade nicht geflogen. Mit dem Silage-Anhänger. Nein, nein. Und wir fahren wieder durchs Tor. Hier ist eine unüberwindbare Hecke. Du lachst immer so, als wäre das nicht so. Ich hab's schon getestet, weißt du? Ach so. Ja. Aber sie ist unüberwindbar, siehst du doch. Für denjenigen, der das glaubt, vielleicht. Glaubst du das nicht? Okay. Guck, unüberwindbar stehen geblieben. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst, was das angeht. Das hier haben wir auch noch, die 7, ne? Ja, das ist das nächste Feld, das müssen wir auch noch machen. Okay. Von hier sieht er, hat man immer so einen schönen Blick, finde ich. Die Straße ist so ein bisschen höher. Und dann gerade mit den Bergen da vorne. Ich glaube, wenn ich selber eine Karte bauen würde, würde die auch so in die Richtung gehen. Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile gibt es ein paar schönere Feldwege tatsächlich, die ich jetzt zum Beispiel hier setzen würde. So ein bisschen, also was heißt schöner? Nicht selber gemalt, sondern strukturiert vorgegeben, die richtig gut reinpassen würden. Mhm. Und die würde ich dann wahrscheinlich eher nehmen. Aber so von der Landschaft her, von der Hügeligkeit her, eher das und dann halt die Felder wirklich ein bisschen abgerundeter. Wobei, für eine Karte in puncto Landwirtschaft könntest du auch unseren Ort und den Umkreis nehmen. Habe ich mir auch schon überlegt. Permanent, wenn man bei uns unten in den Autos sitzt und schaut geradeaus hoch die Straße. Mhm. Das sieht so schön aus. Oder auch der Schweinebetrieb hinten. Genau, da als ist Hof. Der Kuhhof, als Schweinebetrieb haben wir und halt oben, na, wenn wir die große Runde laufen, der Blick. Ja. Wenn man den nachbaut mit den Alpen, das ist auch ganz toll. Richtig. Auf jeden Fall. Oder den Kuhhof unterwegs, wenn ich morgens fahre. Mhm. Der passt auch. Ich glaube, aus der Vogelperspektive sehe der auch richtig cool aus. Den könnte man auch sehr schön nachbauen. Mhm. Ja, wir haben hier auch eine schöne Gegend. Tja, bin ich wieder. Mhm. Aber hier sind wir ja noch ein, zwei Tage, oder? Also ein Tag sicherlich noch, ja. Ja, so bei der Menge. Ist so geil, wenn man von hier auf den Anhänger guckt, wie sich das füllt. Steigt so langsam am Gitter hoch. Mhm. So. Aha, 4 stehen lassen. Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge aber schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.